Hey ho Leute, hier sind wir mit einem neuen RPG-Maker-Spiel und zwar Vagabond. Das kann ich falsch betonen, ja. Und das wurde mir in einem der vielen RPG-Maker-Foren empfohlen. Ich habe da mal nachgefragt, was es noch so gibt an Spielen, die mir nicht bekannt sind, weil ich nur die älteren kenne. Und ja, da hat auch jemand gefragt, ob ich auch Englische spielen würde. Und da habe ich natürlich ja gesagt, selbstverständlich, warum auch nicht, ne? Und Moment. So, das hat man jetzt gehört. Ich musste meinen Stuhl mal ein bisschen richtig stellen. Das war unbequem. So, ja. Habe ich nachgefragt und dann wurde mir das hier eben ans Herz gelegt. Ja. Und von der Auswahl, die mir gestellt wurde, sage ich mal, also vorgeschlagen wurde, hat mich das im ersten Moment am meisten interessiert. Also ich habe 10 Minuten reingespielt, macht hier und da eine kleine Anspielung auf Pokémon, habe mir auch durchgelesen, kriegst einen Partner, den man entwickeln kann und ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Und da ich eh lieber mal ein unbekanntes spiele, nehme ich das noch, also mir unbekanntes, nehme ich das mal mit rein. So, starten wir mal. Have you ever been lost in the woods? Alone? Afraid? This story is of a wanderer who stumbled up on a patch of cursed woods in a mysterious land and formed an unlikely partnership between man and beast. Before the tale can be told, however, I must know more about you. Are you a boy or a girl? Das meinte ich mit der Pokémon-Anspielung. Wir sind, also ich bin ein Junge, was ihr seid, weiß ich nicht. What is your fascination? Die Sterne, die Natur, Magie oder Treasure? Also die Sterne finde ich richtig cool, klar. Magie finde ich aber noch besser. Aber da ich reingespielt habe, weiß ich, dass das meine Starterklasse beeinflussen wird. Natur hat bestimmt was mit Heilen zu tun. Magie hat mit Magier zu tun, höchstwahrscheinlich. Dann gehe ich auf Schätze. Aber normal würde ich sagen Magie. Obwohl ich... Ja. Nehmen wir Treasure. Treasure! Which of these is most important to you? Harmony, Revenge, Family oder Fame? Im Prinzip Familie, aber ich habe Lust auf Revenge zu gehen. Finally. What is your name, Wanderer? Wie nennen wir uns? Wir nennen uns... Nein, nicht doch. Wieso? Ich gehe auch auf Großbuchstaben. Rixi, nein. So, nein. So, Rickstar, ja. So hat mich mal jemand genannt, also auf YouTube genannt, und das hat mir angenehm gefallen, so als mal als Abwechslung. So. A bit of advice, Rickstar. Nothing is as is. As it seems. Good luck. So. Jetzt geht's los. Schöner Umhang. Well, it seems I've gotten myself lost again. Maybe the master of the Adventurer's Guild was right. I'm just a vagabond and have no sense of direction. There's nothing left to do but explore the area. The area. Okay, also ich habe mir die Story grob durchgelesen und die ersten paar Minuten reingespielt. Wir sind also ein Wanderer zwischen Welten und das hat uns jetzt hierhin gebracht, wo wir nicht wissen, wo wir weiterkommen, glaube ich mal. Ich glaube, so war's. Oh, wir sind ein Alchemist. Oh, und haben eine Pistole für Gebietsschaden. So, hier in den Augment-Slots könnt ihr diese Tomes reinhauen. Die geben euch einmal Status-Boni, wie ihr seht, 5 Defense. Und wir lernen den Zauber Refresh, der HP wiederherstellen wird. Sehr nützlich. A young member of the Adventurer's Guild who often travels farther than recommended. Ja, wir sind weiter gegangen, als wir sollten. So, das hier ist scheinbar der Shop, wo wir unsere... Stati?
ich sag jetzt einfach mal statisch, ich bin mir nicht sicher, nein, unseren Status upgraden können. Kostet dann halt je nachdem mal ein bisschen viel Geld. So. Ah, Mist, ich habe die Knöpfe ja vertauscht. Hab's ja gemacht wie beim Super Nintendo und da habe ich jetzt die Angewohnheit, also bin ich noch nicht gewohnt, dass ich jetzt die Abbruchtaste woanders hab. Na egal, haben wir direkt mal einen Lucky Stone. Auch okay. Gut. Boah. Oh, steht er sogar da. Hm. You kind of scared me there, little guy. Now then, back to exploring. Hey! You following me? Well, I suppose having a companion for the road wouldn't be a terrible idea. Does that sound like a good plan to you, Slime? Oh, I suppose you need a name, huh? Hmm, how about... Slime! Wie nennen wir das Viech? Ich habe eine Idee. So, so nennen wir das Vieh. Yes, you will be called Yumo. It's perfect. Well then, Yumo, ready to roll? Yumo, the slime has joined you. Das ist einer der Nicknames meines besten Kollegen. So, jetzt haben wir ein Pet. Das finde ich ja voll cool. Fury Tonic, okay. Was macht das? Ich kann es mir vorstellen, aber... Oh, okay, ich konnte es mir doch nicht vorstellen. Explorer's Tips, Saving. To save the game, simply open the menu and select Save. You can save at any time, at any place. And I encourage you to save often. If you wish to return to the title screen, simply hit the F12 key. Okay. Habe ich das gespeichert? Ja. Ich habe jetzt ganz vergessen, mit welchem RPG Maker dieses Spiel gemacht wurde. Gefällt mir auf jeden Fall. Explorer's Tips. Special Chests. Sometimes during your quest, you may encounter a chest that is larger than ones you normally encounter. This means that it contains a key item, and opening it will be absolutely crucial for the effort of completing your quest. Okay, also es ist wichtig, diese tollen Truhen aufzumachen. Ich würde eh niemals eine Truhe stehen lassen. Huh? Did you hear something? Yumo, hast du was gehört? Ah! I hope you can fight, Yumo. So, Slime and Bat. Hm. Shot or refresh? Gehen wir mal auf die Fledermaus. Was kannst du? Oh, eine starke Attacke. Geh auf die Fledermaus, Yumo. Hm. Hm. Warte. Kriegen wir jede Runde wieder TP? Wir verbrauchen jetzt 5, ja. Er verbraucht auch 5 und kriegt 4 dabei. Hm? Okay. Na egal. Heilen wir mal Yumo. Und, du machst bitte wieder einen Walling Strike. Du kriegst ja genug TP dabei. Ha. Kann ich nicht auch normal angreifen? Man kann nicht normal angreifen? Hm. Okay. Auch eine interessante Variante. Ah, aber wenn man Schaden kriegt und so, steigen die TP. Okay. Gobbligook found. Wow. Schick. You're pretty handy to have around after all. Now, what could that chest possibly hold? Grapple Rope was found. Okay. Ah, da oben links wird es auch angezeigt. Was würde ich jetzt noch gucken? Da war doch was. Nicht Equipment, nein. Irgendwas wollte ich gucken.
Ah ja, wir haben ja was bekommen. Gobbledygook. Feels slimy, can be sold for money. Ah. Wie viel gibt uns das? Ah, hier darf ich das nicht verkaufen. Okay. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das ist alles noch so ein kleines Tutorial hier, glaube ich. Ah. So. Das war das. Encounters. If you happen to run into a monster while walking around, you will be thrust into a battle. Sometimes a monster will be blocking your way, meaning you have to fight to continue on. Other times, however, you can dodge or go around monsters to avoid a battle altogether. This may be a valid strategy if you are running low on resources. Huh. Fireball Tome was found. Equipment. Change und dann wieder auf Augment Slot. 10 Angriff dabei, aber minus 10 Verteidigung. Egal. Ich bin ein Angreifer. So. Jetzt kommt's. Blumen! Action und zwar... Nein, du machst trotzdem das. Jumo, du machst mit einmal Sticky Goo auf B. Also gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Au. Au. Okay. Ich glaube, den müssen wir gerade mal heilen. Dafür macht er jetzt einen Rollangriff. Hm? Boah. Gott, Jumo, die drücken dir ganz schön rein. Rolling Strike. Bam. Hui, sie halten was aus. Er kriegt hier ohne Ende TP dabei. Mann, die sind nicht ohne die Pflanzen hier. Ich glaube, da benutze ich lieber mal Feuer. So, voll rein. Ach, dammit, ich hätte vorher Feuer benutzen sollen. Intelligence Stone found. Cool. Items. Okay. Wofür ist Int und so gut? Kann ich das angucken? Da! Ah! Das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Na egal. Aber Status vielleicht? Nein. Schade. Naja, egal. Kann ich hier runter? Nein. Ja, wir weichen erstmal keinem Kampf aus. Oh. War vielleicht schon keine gute Idee, das da. Nein, du greifst jetzt trotzdem noch an. Gut, die Pflanze ist schon mal weg. Autsch, das ist nicht wenig Schaden. Oh Mann. Heilung, so ist fein. Ah. So. Bam. Ich glaube, der Shot ist Aerial Damage für fliegende Einheiten, ist das, glaube ich, gemeint. Das ist mehr... Ich glaube, das habe ich falsch gelesen. Oh, Luckstone found. Okay. Finde ich gar nicht schlimm. Nehme ich alles. Zack. Herb. Ja, vielleicht wäre mal eine Heilung ganz interessant. So. Das mit den MP ist natürlich teuer. Attack Stone. Den würdest du normalerweise kriegen, Jumo, aber den gebe ich auch mir. Potion. Eine Blume kriegen wir weg. Gut, die andere müssen wir dann so schaffen. So. Go, Jumo. Mach sie... Blablabla. Schleim sie ein. Da steht sie drauf. Oh, ich könnte dich jetzt nicht mehr mal heilen. Oh, yes, Crit. Sehr schön. Wixar. Yes, MP. Ich glaube, das benutzen wir dann am besten auch mal.
So. Wir wollen ja nicht geizig sein. Wie viel hält das? 25%. Mal schauen. So. Oh. Gut, dass ich das Ding benutzt habe. So. Diese Pflanzen werden ein richtiges Problem. Okay, ich muss dich heilen, definitiv. So. Hui! Aua. Okay, jetzt ändern wir das hier. Bam! Mist. Ah, wenigstens war die nicht vorher dran. So. Hm, 10G. So, ah, noch eine Truhe. Gut. Da geht's runter. Da ist ein Schleim. Mhm. Da ist eine Truhe. Ich glaube, ich speichere mal. Ich meine, man kann ja überall speichern und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. This gate's locked. Looks like I'll need a key. Okay. Hallo Schleim. Hornet. Okay. Die Hornet greifen wir an. Puh, soll ich es riskieren? Nein, du verteidigst dich jetzt mal. Autsch. Autsch. Auch Autsch. Autsch. Okay. Du schießt trotzdem wieder auf die Biene und du benutzt einen Herb. So. Ja, so viele Statuseffekte. Dammit. Hornet. Ich hätte da vielleicht doch ein bisschen anders rangehen sollen. Keine Items, nein. So. Aua, die hauen. Oh Mann. Nein, nicht Items. Mal gucken, wie ein Schleim auf den Feuerball reagiert. Gut. Okay. Okay. Oh Mann. Ah, One-Shot, immerhin. Da hätte ich vielleicht die doch zuerst töten sollen. Ja, definitiv. Ist mein Schleimi jetzt wiederbelebt? Ja. So, Herb. Zack, zack. Hey. So, eine Weihe. Und dann heilen wir gleich mal. So. Und speichern auch wieder. Mann, das ist echt heftig. Aber mich interessiert es vor allem, weil man... okay, man hat im Moment wenig Story, aber mich interessiert das mit dem Weiterentwickeln von dem Blub. Na toll. Was habe ich gesagt? Die Schleims zuerst, ne? So, der ist ein One-Shot. Ja. Au. Mist, das ist kein One-Shot. B oder... B. B. Und du greifst C an. Ja, richtig so. Ist okay, Hornisse. Ich hab dich auch lieb. So. Bam. Was? Egal, ein Gobbledygook haben wir gefunden. Okay, da geht's weiter. Da haben wir eine Maus. Och geh. Och geh. So, Bett weg. Walling Strike, falls sie überlebt. Ich glaube, Gegnerreduzierung. Oh Gott. Gegnerreduzierung ist hier relativ vorteilhaft. Warte, habe ich jetzt mich angeklickt? So. Walling Strike auf die Bat. Aua. So, jetzt mache ich es aber so. Peng, peng. Gut gemacht. Was? Sie lebt immer noch. Mist.
Walling Strike, mach's tot. Arme Ratte. Ach komm, komm schon, böse Fledermaus. Ui. Das war ganz schön viel. Das ist auch gut so. Damit wir auch schneller bleiben, so. Mann! Wie viel Geld haben wir denn? 91 Gold. Okay, dammit. Dammit. Also mein Blub, mein Mewmo will ich auf jeden Fall HP kaufen. Herb. Oh. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Also zuerst in die andere Richtung. Was? Drei Ratten? Weil wir hier kein Seil finden werden. Autsch. Bang! Oh oh. Shit. Mist! Böse Ratte. Ja, ja, roll dich mit Highspeed in mich rein. Lass trotzdem sterben. Agility Stone, okay. Den kriegt jetzt aber... Oh, ich habe ein Lebenswasser gefunden. Okay. Den kriegt jetzt aber... Yumu? Oh Mann, uns gehen echt die Items aus. Schon. So. So, dann müssen wir jetzt zurück. Uns erstmal das Seil schnappen gehen. Ich will, dass mein Yumu digitiert. Und müssen dabei die Blume plätten. Oh Mann. Ich glaube, es ist besser, die TP zu verbrauchen, als ganz viele HP zu verbrauchen. So. Mist. Ich brauche definitiv HP-Steine.